Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildstar! Ja, in der letzten Folge haben wir es ja gesehen, wir haben den endlich aufgeweckt, den guten Altwurzel, den alten weisen Baum. Bloß war die Freude von kurzer Dauer, denn die Dommies haben ihn angegriffen und vernichtet. Und jetzt beginnt ein Rachefeldzug, bei dem ich Lazarin und auch Myala helfen soll. Allerdings ist hier ein Patron, ein Rachsüchtiger, dem können wir vielleicht auch helfen irgendwie. Altwurzelsamen in Gefahr, böse verbrennenden Wald, schänden die Samen, du musst die Samen retten und die Feuermaschinen zerstören. Also gut, wenn du das sagst, machen wir mal auf hier, es geht aber auch alles in die gleiche Richtung erstmal. Dann latschen wir doch mal hin. Nehmen wir den Weg drumherum. Ob es hier was Besonderes gibt, vielleicht irgendwelche Rohstoffe oder sowas, weiß man ja nicht. Nein, Wächter, naja. Ah, hier, guck mal. Aber das ist so ein Samen für die Quest, okay. Oh, das sieht ja lustig aus. So ein kleiner Feuergeist. Aber der ist böse, hat er gesagt. Diese Woche kam übrigens der erste große Inhaltspatch raus. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich mir die Patchnotes noch nicht durchgelesen habe. Werde ich dann bis zur nächsten Folge nachholen, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt dann eine ganze Zeit lang ziemlich viel frei, das heißt, da kann ich einiges dann machen. Ja, zwischen Fußball eben. Aber das wird ja auch langsam weniger, von daher habe ich dann auch mal Zeit, die Patchnotes zu lesen oder ähnliches. Wütender Wächter. Der ist aber scheinbar auf meiner Seite. Wissen wohl, dass ich voll der liebe Typ bin und den Wald gar nicht kaputt machen will. Deswegen greifen sie mich auch nicht an. So. Einer noch. Dann ist diese lustige Nebenquest auch abgeschlossen. Stufe 5 übrigens. Und fast schon Stufe 6. Bin ich mal gespannt. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was offiziell das Maximallevel ist. Ihr merkt schon, ich bin bestens informiert, wie immer. Aber ich finde, so macht es einfach mehr Spaß, wenn man keinen Plan hat. Es ist irgendwie viel interessanter dann. Ich fühle mich so ein bisschen wie in World of Warcraft vor vielen, vielen Jahren, als ich da angefangen habe als kleiner Jäger. Übrigens mit dem super geilen Namen Shrink Hunter. Aber irgendwann werde ich doch mal auf die Geschichte zu sprechen kommen, wie ich denn zu meinem Namen kam. Sie mögen Altwurzel abgefackelt haben, aber wenn das Dominion denkt, die Verbannten wären am Ende, sollte es sich auf eine Überraschung gefasst machen. Laden und entsichern, Baby. Die Todeszahlen werden gleich in die Höhe schnellen. Okay, das habe ich verstanden. Und Lazarin hat mir noch irgendwas zugeflüstert. Mit dem Tod von Altwurzel sind auch unsere letzten Hoffnungen auf eine Heilung des Siechtums gestorben. Meine Tochter und ich haben uns ins Blutblütental zurückgezogen. Wenn du mit mir reden willst, findest du mich dort. Bin ich scheinbar ein bisschen zu weit gelaufen? Ich muss doch noch hier irgendwie irgendwas machen. Nee. Öffentliches Event Feuersturms Zorn. Was ist denn das? Das ist ja cool. Ich sag einfach mal, es ist cool, obwohl ich keine Ahnung habe, was das eigentlich ist. Aber gut. Was warst du? Ach so. Entweder folgt er mir oder die haben alle das Gleiche zu sagen. Vielleicht ist es ja dieser Schwarmkollektiv wieder, den es so oft gibt bei Spielen, in dem eben alle das gleiche Wissen teilen. Das gab es bei Mass Effect, bei den bei diesen Robotern. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die Geth, genau, die Geth. Das gibt's bei den Ich komme gleich drauf. Bei den Zerg aus StarCraft gibt es dieses Schwarmkollektiv. Und auch bei den Arachni. Ne, so hießen die doch gar nicht. Bei den Ankirai in World of Warcraft, bei diesen ganzen Käfern. Bei den Anubern. Und noch vielen anderen. Beim Anuber, Neruber. Das wusste ich. So, bevor ich mich jetzt hier melde, sich doch einmal vorbei, oder? Ist das so schlau? Ich weiß es nicht. 200 Meter noch. Ich renne einfach mal hin.
Vielleicht sehe ich ja was Interessantes auf dem Weg. Hier ist auch wie so ein Sandsturm oder sowas, ne? Das sieht irgendwie cool aus. Und da sind auch schon... Igitt? Ich hab da runtergeschlabbert. Ist ja ekelhaft. Gar widerlich. Was ist das denn für einer hier? Kann er sich verwandeln? Ne, der hat den irgendwie gerufen, ne? Das ist ja crazy. Was verfügbare Soldatenmission? Wo ist die? Auch da drüben. Na, jetzt aber mal langsam mit den jungen Pferden. Was? An der Gurgel. Machen wir es nochmal auf. Hier. Deaktiviere die Feuersturmabholzer. Was zum Henker sind Feuersturmabholzer? Stellt einfach mal einen Feuersturmwächter, vielleicht weiß der ja mehr. Ja, erstmal aufladen. Ich muss schon sagen, wirklich Schaden mache ich an dem Licht, doch jetzt geht's so langsam. So, anzünden. Na warte, du Bösewicht. Hab ich nicht. Oder ist Stufe 6? Ups. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, das sind Feuersturmanzünder. Sieht zumindest so aus. Oder Abholzer oder. Ach. Ihr wisst schon, was ich meine, Mensch. So, wir aktivieren. Aua. Ja, Hauptsache mal Aua gesagt. Das hat null Schaden an mir gemacht, aber gut. Was kommt denn hier überall für Rotze runter? Ach hier, die kackt hier runter, die Biene, oder? Siechender Angreifer, ne, stechender Angreifer. Ich hab's heute auch wieder mit dem Lesen, Leute. Ja, und wo ist jetzt hier, mehr von diesem Zeug? Hallo? Wie groß ist denn das Gebiet eigentlich? Oh, ziemlich groß. Das heißt, da drüben müsste auch was sein, eventuell. Ah, das sieht gut aus, da ist einer. Und da auch. Dann kann ich das ja schon mal abschließen. Ja. Frag mich bitte nicht, nach welchen Kriterien ich das mache, dass ich manchmal alle Quests mitnehme und manchmal nur eine und hinrenne. Ich weiß es selber nicht so genau. Das ist irgendein Tick von mir. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So bin ich eigentlich immer ganz gut durchgekommen bisher. Was, die haben einen Communicator? Was ist passiert? Arvik Purpurblatt, töte sie alle, an die Gurgel. Siehst du, selbst der Wald hasst dieses domianische Gesindel. Solange die Natur auf unserer Seite ist, werden wir nie unterlegen sein. Für die Verwandten. Wir sehen uns, da bin ich mir sicher. Ja, ja, ich auch. So. Ja, ja, Miala weiß, was damit zu tun ist, alter Schleimbolzen. So, bevor ich die Soldatenmission aber mache, gehe ich lieber wieder zurück ins Lager. Hab schon so ein bisschen Probleme jetzt. Aber ich denke, ich komme da lebend weg. Ich glaube, so wenig Lebensenergie hatte ich noch nie. Vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein. So, jetzt machen wir das Ganze mal wieder chronologisch, so wie das sich gehört. Erst zum Obermufti. Was will der Arvik? Ach, Victor Lazarin. Und was ist das denn hier? Irgend so eine spacige Karte. Verdammt sei das Dominion. Ja, sehe ich genauso. Pass auf, was du sagst. Ich schäume über vor mörderischen Emotionen. Ja, ja, guter Mann, ja. Keinen drin. Das Gesetz der Rache verlangt, dass der Sieg unseren Feinden bitter schmeckt. Nimm diese Giftgasbomben aus Rindenfäulnisdrüsen und greife damit die Planierbohrer des Dominion an. Gift? Das ist aber nicht sehr nett. Die Chua sind auch nicht für ihre Nettigkeit bekannt. Sieh dich doch um. Unser Volk leidet unter der Knute des Dominions.
Wir müssen es ihnen mit gleicher Münze heimzahlen. Ich stimme zu. Gelegentlich erfordert die Wissenschaft die Vernichtung einiger Versuchsobjekte. Das Dominion wird einen qualvollen Tod dafür erleiden, dass es unsere Hoffnungen zerstört hat. Für die Horde! Ach nee. Falsches Spiel, sorry. Du hast Nerven, mich so warten zu lassen. Ich sage, töte sie alle. Arvix Rache. In die Offensive. Bin froh, dass du hier bist. Ich kann jeden Kämpfer gebrauchen. Nach deinen Taten auf der Weltraumarche weiß ich, dass du den Feind ordentlich auf den Schwanz treten kannst. Uah. Sieht so aus, als könnten wir den nächsten Baumstamm erklimmen. Das freut mich, hör genau zu. Denn die Lage wird ernst. Arvix Rache. Wir hätten hier eine neue Heimat errichten können, ist dir das bewusst? Aber jetzt hat sich vor unseren Augen alles in Schutt und Asche verwandelt. Das Dominion wird dafür bezahlen. Bezahlen. Lassen wir sie bluten. Sei auf der Hut. Sie werden sich zu wehren wissen. Das glaube ich nicht, Tim. Oder doch? Wieso eigentlich Tim? Ach, noch so eine versteckte Anspielung, ich merke schon. Cool Time. Passt mal voll nicht hier rein, aber ist mir scheißegal. Das würde zu Forrest passen. So, was ist hier? Knochenmann Wosko, der Schnitter. Da ist scheinbar auch eine Quest, oder? Waffenschließfach. Guck ich mir gleich an. Ich bin gerade wieder überfordert, was ich tun soll. Deine Preise sind lächerlich niedrig. Ja, du bist auch lächerlich. Guck dich mal an, Vogel. So, alles repariert. Ja, warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, halt, hier ist Inventar. Na, ein Glück habe ich ein Brustrüstungsteil, das ich noch nicht angelegt habe. Und eine Tasche, die das Inventar erweitert. Und ein Schild, das viel besser ist als meiner. Und eine Hose, die unter Umständen auch besser ist als meine. Ja. Oder? Ach nee. Ich raff's gerade wieder nicht. Ach, ich behalte einfach die Scheiß drauf. Materialtasche öffnen. Gegenstände. Aha. Sieh dir meine Waren an. Ja, ja. So, verkaufen. Müll, Müll, Müll. Kann ich nicht verkaufen. Das ist hier aus dem Startgebiet. Geil. So, und den Rest behalte ich. Vorerst. So, gibt's hier noch was zu sehen oder zu holen oder irgendwas? Eigentlich voll doof, dass es nur einen NPC hier gibt, den man ansprechen kann. Also einen Händler praktisch. Und sonst jede Menge Stühle, auf die ich mich setzen kann. Das ist ja wieder bombastisch uncool. Da ist was. Genau, da wollte ich hin. Vielleicht ist da ja eine coole Waffe drin. Bitte, bitte, bitte. Hä? Scharfschützenschuss. Gibt dir... Ja... Aha. Splittergranate. Betäubungsgranate. Aegis. Verlassen. Was ist das denn hier? Scharfschützenschuss klingt geil. Und nur? Wie läuft das jetzt hier? Na, so jedenfalls nicht. Irgendwas habe ich jetzt gedrückt, aber ich weiß nicht was. Ja. Aktionsbaukasten. Das ist es doch. So. Was VIPs? VIP-Energie. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ist das vielleicht vom PvP irgendwie? Pfad. Nützliches. Ja, wo ist jetzt der Kackschuss? Ich meine, irgendwie schnall ich es nicht ganz. Warte, da war die Kiste. Ist jetzt doof? Ist die jetzt weg oder was?
Was ist das? Flinkhand. Oh. Ah, eine Spritze habe ich vorhin verpulvert. Ah. Nützliches. Pfad. Nee, scheinbar gibt es hier nichts Sinnvolles. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit diesem Scharfschütz-Schuss. Aber macht ja nichts. Weiter geht's. Auf zum Atem. Auf zum Atem. Etwas zu sehr gezoomt. Zoom, zoom, zoom. Ist ja alles markiert, ey. Aber warum ich da nicht hingegangen bin, weiß ich bis jetzt nicht. Muss ich bei Gelegenheit noch nachholen, aber jetzt erstmal wirklich ins Getümmel. Feuersturm Bomber. Bomberman. Chuas. So, der ist Matsch. Wow. Aber sein Homie will seinen Tod rächen. Hat aber nichts gebracht, pass auf. Die Sterbeanimation von den Chuas ist episch, Leute. So, hier können wir noch ein bisschen abstauben, oder? Nee. Die kratzen so ab. Gasbomben. Geht das jetzt hier? Inspizieren. Für den Ruhm des Dominion. Der Chua hat es wohl auf einen Klumpen Sumsing-Honig abgesehen. Vielleicht bringt sein Infokorn etwas Licht ins Dunkel. Jetzt wird's ernst. Malvolio Portius, bei dieser... Für den Ruhm des Imperiums. Bei dieser Mission spielt Zeit keine große Rolle. Nee, eine große Rolle. Und sie ist überaus wichtig. Versagen wird nicht toleriert. Du wirst an die Frontlinie begeben und etwas Honig vom lokalen Sumsing-Stock holen. Du musst ihn dann rechtzeitig für einen Nachmittagstee bei mir abliefern. Boah, die sind ja gemein, ey. Richtig fiese Typen sind das. Ich wusste schon immer. Oh. Ein VIP-Punkt. Neues Schlachtfeld. Valatiki-Tempel. Und neue Zonen freigeschaltet. Und überhaupt. Ah ja, ich bin überfordert, ihr wisst schon. Kein Plan, was ich hier tue. Neue Funktion Gruppenfinder. Ah ja. Sehr nice. Was könnte ich das kaufen, oder was? Exekutieren. Runenheilung. Kann ich mir jetzt auch selbst heilen oder geht das nur auf Dingens? Na, ihr wisst schon, Dingens. Ich kauf's einfach. Ah ja. So, und jetzt. Ach ne, hier. Konnte ich denn das jetzt nochmal belegen? Nicht mal das kriege ich mehr hin, ey. Das ist peinlich. Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Wenn ich das jetzt hier rausziehe? Hä? Ach, jetzt ist das hier drin, oder was? Jetzt geht's scheinbar. Faszinierend. Nützliches Pforte. Aber jetzt geht das nicht mehr hier rein, oder was? Hä? Oder Doppelklick? Ah! Warte, nochmal testen. Wie hab ich das gemacht jetzt? Ich will das sehen jetzt. Wieso ist es jetzt drin? Ach so geht das. Verstehe. Okay, peinliche Aktion. Warte, zurück. Erst speichern. Send benutzen. So.
Neue Fähigkeit, das kennen wir, ja. Attribute erhöht. Auch sehr schön. Transportmittel, aber noch gar nichts. So, fünfter Platz, VIP-Punkt. Angriff. Angriffskraft. Erhöht die Angriffskraft. Das nehmen wir doch. Aber ich habe nur einen erstmal. Okay, Set benutzen. Sonst gibt's hier nichts. Liste leeren. So, nachdem ich jetzt ewig rumgeeiert habe, geht's jetzt endlich mal weiter. So, ein paar Dummies klatschen hier. Ja, ja, hier nix Alarm, mein Freund. Lebenssysteme stellen Funktion ein. Oder mit anderen Worten, du bist tot, du Penner. Feuersturmbomber. Kann ihn nicht angreifen. Läuft. Aber den hier. Den kann ich angreifen. Habe ich auch. Das ist ein Schlägerbot. Wieso hat der das? Wieso habe ich das nicht? Was ist denn das für eine Klasse hier? Steht das hier? Nee. Ach, scheiß drauf. Dann geht's mal weiter in das Kampfgebiet rein. Und dann kann ich die andere Quest auch gleich machen. Was, Sieg fürs Dominion? Ein Scheiß ist hier Sieg fürs Dominion. Pass mal auf. Gib dir mal Sieg fürs Dominion. Sieht so ein Sieg aus. Du bist tot und ich bin's nicht. Oh, und er ist verschwunden. So. Aufladen. Und BOOM! Na gut, okay, so geil war das jetzt doch nicht. Und ich kann mich auch selbst heilen, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Dann habe ich jetzt meinen ersten kleinen Heilzauber. Double Kill! Was es nicht alles gibt. Also es fetzt schon, es macht langsam richtig Laune, dieses Spiel. Ich bin mal gespannt, wie die Dungeons dann aussehen, wenn ich dann endlich mal die ersten treten kann. Double Kill. Ja. Leinentuch. Boah, geil, ey. Jetzt bin ich reich. Ich werde die Folge jetzt ein bisschen länger noch machen, weil ich jetzt so lange rumgeeiert habe, dass ihr auch noch ein bisschen Fortschritt seht bei mir. Vor allem, dass auch ich ein bisschen Fortschritt sehe. Ich denke mal, wir gehen auf die halbe Stunde zu demnächst. Aber macht ja nichts. So. Geladener Schuss. So, ein bisschen anzünden für Flächenschaden. Und jetzt abräumen. Wow, dreifach Bedrohung. Ich weiß zwar nicht, was ich getan habe dafür, aber es war scheinbar gut. Noch ein paar Minuten länger und ich hätte Wurzeln geschlagen. Du hast ihnen gegeben, was sie verdient haben, aber keine Rache, egal wie blutig, kann über den Verlust von Altwurzel hinwegtrösten. Was ist das? Dann lass mal hören. Der Untergang des Dominions. Miala glaubt, einen Weg aus der Misere gefunden zu haben. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Ein Panzer des Dominions versperrt den Weg. Dagegen kannst du doch bestimmt etwas unternehmen, oder? Ja, ja, ich allein. Wenn das kein Notfall ist, weiß ich auch nicht. Handle schnell, nur dieser Panzer steht noch zwischen uns und unserer Rettung. Ja geil, ich allein gegen den Panzer. Sonst noch Wünsche? Soll ich den Baum vielleicht auch reanimieren? Hecken schneiden? Geht das jetzt hier? Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Questlog. Aha. Und was sind diese Planierbohrer? Wieso sehe ich die nicht? Habe ich da was im Inventar? Scharfschützenschuss.
Hä? Ach, da habe ich das jetzt im Inventar drin, okay. Damit wäre aber die andere Frage immer noch nicht beantwortet. Was nun? Was tun? Ah, hier, oder? Sabotieren. Ah! Ja, jetzt habe ich es raus. Oh. Verdammte Verbannte. Pussy. Das ist irgendwie wie mit den Gnomen in World of Warcraft. Die waren auch immer knuffig, aber es hat auch Spaß gemacht, sie zu klatschen. Ja, ich war Hordler. Falls ich das nicht noch schon erwähnt habe. Kannst du auch nochmal sagen. Ja, ich war Hordler. Die ganze Zeit. Deswegen habe ich mir auch hier wieder die etwas abgespacedere Fraktion rausgesucht. Da vorne ist was. Wobei die sich ja beide nicht viel nehmen. Die sind beide irgendwie... strange. Ha! Habt ihr das gesehen? Double Kill. Die Kriterien sind nicht sehr hoch gesteckt, muss ich ehrlich sagen. Und dafür soll es wohl Bonus-EP geben. Naja, okay. Dann habe ich mir die ja wirklich sehr verdient. Und wieder sabotiert. Wunderbar. Bisschen zurückziehen. Communicator. Beide mit mir. Die Vivisektion ist für unsere Freunde vom Dominion noch ein zu mildes Schicksal. Ich werde sorgfältig über die Angelegenheit nachdenken. Boah. Feinde übrigens, nicht Freunde. Keine drinnen. Haben die dominianischen Nager im Todeskampf vor Schmerzen geschrien? Haben sie um Gnade gefleht? Oh, süße Rache. Das sah verdammt schmerzhaft aus. Ich habe schon oft festgestellt, dass ein wenig Töten die Körpersäfte wieder ins Gleichgewicht bringt. Das ist geil, ja. Ich werde weitere Qualen für das Dominion ersinnen. Zu gegebener Zeit. Die sind schon ganz schön blutrünstig, aber irgendwie ist es lustig. Tod der Allianz. So hieß es. Jetzt eben Tod im Dominion. Ist doch okay. Wie es scheint, habe ich ein bisschen Unterstützung hier. Double Kill, ja. So, erstmal wieder ein bisschen heilen. Und hier den Staubsauger rausholen. Der Kobold 9000 von Vorwerk. Kaufen Sie jetzt. Nur der doppelte Preis eines herkömmlichen Staubsaugers gleicher Qualität. Wir versprechen Ihnen, wir werden all halbes Jahr bei Ihnen klingeln und Ihnen weitere Aufsätze verkaufen, die Sie nicht brauchen. Ja, damit werde ich mich auch verabschieden. Hier ist zumindest mal die nächste Stellungskampfmission und die gibt es dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ich ein bisschen rumgetrödelt habe jetzt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, gebt mir einen Kommentar. Falls es euch nicht gefallen hat, kommentiert es natürlich trotzdem. Müsst ihr mir dann sagen, wenn euch das nicht gefällt, wenn ich so lange umeiere. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert mich doch und empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.